Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und freut euch jetzt auf unsere Show zum Wochenende, in der wir euch die Releases der nächsten Woche, die Highlights der letzten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr in den nächsten Tagen kostenlos oder als Dreingabe zu irgendwas anderem spielen könnt. Auch heute haben wir wieder ein solides Programm für euch zusammengestellt, also macht es euch gemütlich und los geht's. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Die Highlights sind diese Woche sehr japanisch. Seit dem 29. Juli ist Xenoblade Chronicles 3 endlich für die Nintendo Switch verfügbar und es ist ziemlich nah an dem, was die Fans sich gewünscht haben. Die Fachpresse ist begeistert und vergibt großzügig Punkte im 90er-Bereich. Es gibt sogar einige perfekte Wertungen. Auch unser Tester Alex Ney prophezeit viel Spaß. Er vergibt eine 86. Dabei lobt er das brillante Action-Rollenspiel mit bombastischen Filmszenen, kritisiert aber auch, dass diese teilweise exzessiv eingesetzt werden. Dazu kommt ein epischer Soundtrack, beeindruckend schöne Darstellung und ein taktisch forderndes Kampfsystem. Digimon Survive, das ebenfalls am 29. Juli erschien und auf PC, PS4, Xbox One und Switch verfügbar ist, konnten wir allerdings noch nicht testen. Auf Steam hat sich bisher aber eine sehr positive Stimmung durchgesetzt, bei über 80% positiven Kommentaren. Digimon Survive ist eine Visual Novel, die uns aber auch immer wieder Dialogoptionen bietet, mit denen wir den Verlauf der Story beeinflussen. Wir begleiten eine Gruppe Teenager, die bei einer Tempelbesichtigung unbeabsichtigt in die Welt der Digimon geraten. Dort können wir außerdem unsere Digimon trainieren und in rundenbasierten Kämpfen gegen Feinde antreten. Machen wir weiter mit den Spielen, die uns nächste Woche erwarten. Auch da ist wieder eine gute Mischung dabei. Schauen wir doch mal, was auf uns zukommt. Im interaktiven Film The Gallery scheint sich ein Verbrechen 40 Jahre später exakt zu wiederholen. Denn 1981 nimmt in einer Kunstgalerie ein Mann eine Frau als Geisel und zwingt sie, sich malen zu lassen oder durch einen Sprengsatz unter ihrem Stuhl getötet zu werden. 2021 tut eine Frau genau das einem Mann in einer anderen Galerie an. Wie die beiden Geschichten zusammenhängen und wer sie überlebt, müssen wir herausfinden, denn wir dürfen regelmäßig folgenschwere Entscheidungen treffen. I wouldn't if I were you. Froggun sieht aus wie ein vergessenes PlayStation 1-Spiel, ist aber ein neuer Indie-Plattformer vom Studio Molgato. Darin sollen wir als Renata mit ihrer namensgebenden Froggun durch kunterbunte Level turnen. Die Froggun ist dabei eine froschförmige Entehakenpistole, mit der wir uns nicht nur selbst an Gegner heranziehen, sondern auch verschiedene Gegenstände herholen können. Unser Auftrag dabei: Renatas verschollene Abenteurereltern aus den Belzebub-Ruinen retten. Im Story-Adventure South of the Circle übernehmen wir die Rolle von Peter, der mit einem Flugzeug in der Antarktis abgestürzt ist. Dort müssen wir dann aber nicht nur versuchen, Hilfe zu suchen und zu überleben, sondern rollen in mehreren Rückblenden außerdem Peters Vergangenheit und seine Liebesbeziehung zu Clara auf, die ihn letztlich in diese missliche Lage gebracht hat. Earth's Shadow ist in der fernen Zukunft des Jahres 3081 der Spitzname für den Planeten Sumbra, auf dem sich die Menschheit nach dem Untergang der Erde breitgemacht hatte. Inzwischen sind die aber längst weitergezogen und wir erkunden als Frachtpilot Alexi Ru nach einem Raumschiffabsturz die düstere und gefährliche Oberfläche. Earth's Shadow startet auf Steam in den Early Access und ist dort auch als gratis Demo verfügbar. Das Rundentaktikspiel Hard West geht in die zweite Runde. Diesmal übernehmen wir eine Bande von Gesetzlosen um den Revolverhelden Jin Carter, die den sagenumwogenen Geisterzug finden und ausrauben sollen. Das klappt aber nur so halb, denn den Zug findet die Gang zwar, verliert dort aber ihre Seelen. Im Verlauf der Story-Kampagne müssen wir den Teufel höchstpersönlich stoppen und setzen dafür neben Revolvern und Gewehren auch übernatürliche Fähigkeiten ein. Turbo Golf Racing erinnert optisch stark an Rocket League. Statt Autofußball geht's hier aber um eine hektische Golf-Variante. Wir fahren nämlich gleichzeitig mit anderen Wagen auf einer Strecke und müssen unseren Ball vor allen anderen einlochen. Auf den über 30 Strecken gibt's dabei mehr als 100 Items wie Skins und neue Bälle freizuschalten.
Camp Canyonwood sieht dagegen sehr ähnlich wie Don't Starve aus. Auch hier geht's ums Überleben im Wald. Wir sind aber als Pfadfindermeister im Camp Canyonwood und müssen das Ferienlager wieder renovieren. Dazu richten wir nicht nur heruntergekommene Hütten wieder her, sondern bringen auch dem Camp Nachwuchs Angeln und Bogenschießen bei. Am 4. August beginnt auf Steam der Early Access. Nach dem großen Erfolg auf PC und Mac kommt der Indie-Hit Papers, Please am 5. August auch auf iOS und Android-Mobile-Geräte. Als Grenzer sollen wir hier die Einwanderer in den fiktiven kommunistischen Staat Arztotzka kontrollieren. Also checken wir, ob Pass und Personen am Schalter übereinstimmen und müssen im Verlauf der Story-Kampagne außerdem dafür sorgen, dass unsere Familie von unserem kümmerlichen Lohn überleben kann. Auf den Spuren von Godzilla, King Kong und den Power Rangers zerlegen wir in Gigabash komplette Städte. Denn im Arena Brawler liefern wir uns mit drei anderen Monstern, Helden oder lebendigen Häusern explosive Duelle. Dabei legen wir Tokio, die Area 51, eine Vulkaninsel und weitere Schauplätze in Schutt und Asche. Neben diversen Multiplayer-Modi gibt's außerdem eine Story-Kampagne. Und? War schon was für euch dabei? Wenn nicht, dann gibt's vielleicht in unserem nächsten Abschnitt einen Schmankerl, das ihr mal ausprobieren wollt. Ich präsentiere euch all die Spiele, die ihr geschenkt bekommt oder am Wochenende kostenlos ausprobieren dürft. Wir starten wie immer mit dem Gratis-Game im Epic Game Store. Bis zum 4. August könnt ihr euch da den Lawn Mowing Simulator sichern und dann für immer in eurer Bibliothek behalten. Der Name sagt eigentlich schon alles, was man über das Spiel wissen muss. Da ist ein Rasen und der muss gemäht werden. Verschiedene Modi und Herausforderungen machen den Spaß ein bisschen abwechslungsreicher. Auf Steam gibt es diese Woche gleich drei Games gratis zum Ausprobieren. For Honor ist ein Multiplayer-Action-Spiel, in dem wir gegen KI-Truppen und andere echte Menschen in taktisch anspruchsvollen Nahkämpfen antreten. Zur Feier des Releases des neuen Helden dürfen wir das Ganze mal wieder kostenlos testen. Ein Highlight für Aufbaustrategie-Fans gibt's auch, nämlich Northgard. Wir steuern die Geschicke eines Wikinger-Clans und müssen nicht nur dafür sorgen, dass all ihre Bedürfnisse befriedigt sind, sondern sie auch gegen verfeindete Clans, Riesen und Untote verteidigen, sowie Naturkatastrophen wie Kälte, Erdbeben oder Rattenplagen standhalten. Am 4. August erscheint Hard West 2, also gibt's bis dahin die Chance, den ersten Teil kostenlos auszuprobieren. Hier trifft XCOM den Wilden Westen und das wohl auch ganz spaßig, wie knapp 3000 positive Bewertungen auf Steam behaupten. Dieses Wochenende gibt's auch bei Microsoft was geschenkt, nämlich gleich zwei Klassiker der Elder Scrolls-Reihe. Um Redguard und Battlespire zu erhalten, müssen wir nur dem Xbox Insider-Programm beitreten, dann stehen uns die Spiele zum Download zur Verfügung. Und zum Abschluss haben wir noch World of Warships. Das ist zwar grundsätzlich kostenlos, bis zum 1. August gibt's aber obendrauf noch ein Paket mit drei Schiffen, die normalerweise hinter der Paywall segeln, sowie 24 Stunden Premium-Status. Die Schiffe haben aber keinen besonders hohen Rang, das Ganze ist also eher was für Neulinge. Alle Infos zum Mitschreiben und Anklicken gibt's natürlich auch wieder auf unseren Webseiten. Aber bevor wir uns verabschieden, werfen wir immer noch einen kleinen Blick in unser Team, um zu sehen, was da so abgeht. Daniel levelt natürlich vor allem weiter in den Papa-Diamond-Rang. Abends geht's aber dann vielleicht hoffentlich ein bisschen weiter in Ghost of Tsushima. Michi wird weiterhin seine innere Katze kanalisieren und voraussichtlich dieses Wochenende fertig mit Stray. Und ey, ganz ehrlich, ich habe überlegt, mir einfach was auszudenken und euch anzulügen, aber ihr wisst, wie es ist. Ich spiele natürlich weiterhin Monster Hunter Rise Sunbreak. Moment, nein, ich spiele außerdem auch Bloodborne weiter. Das ist doch was. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr hoffentlich immer zeitnah informiert, wenn wir was Neues hochladen. Zum Beispiel unsere wundervolle Monatsvorschau, in der wir euch die Spiele vorstellen, die im August erscheinen, oder dieses hier, das der Algorithmus platziert hat. Am Montag begrüßt euch hier wieder der Jules mit den neuesten Neuigkeiten aus der Gaming-Welt. Bleibt mir nichts weiter, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ganz viel Spaß und guten Loot.